Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3. Und wir waren ja das letzte Mal stehen geblieben bei Zerstöre deine Welt. Und wir waren jetzt bei dem bisherigen letzten, bei der letzten Herausforderung stehen geblieben. Und zwar dem Meisterschaftskampf. Und dem stellen wir uns jetzt. Aufgepasst! Diesmal wechseln wir die Herausforderung mitten in der Runde. Na dann wollen wir mal. Also wer von euch will Stress? Meine Freunde. Moment, hier ist Zeit für ein bisschen Peitsche. Zeit für Peitsche, Zeit für Peitsche, Zeit für Peitsche. Na, kommt schon. Runde 2. Mal gucken, was uns hier wartet. Irgendwelche Gegner. Boah, wer hätte es gedacht? Ich dachte, hier kommen irgendwelche Fische. Und wir könnten mit denen ein bisschen blub blub machen. Okay, ergibt keinen Sinn, aber egal. Wir sind jetzt bei Runde 4. Und wer hätte es gedacht? Diese Runde ist zeitlich begrenzt. Und wir haben ja, irgendwas mit 20 Sekunden halt Zeit, um die, Runde zu beenden. Und das haben wir auch gut überstanden. Was leveln wir denn jetzt für eine Waffe? Oh, der Schockblaster, der ist Level 4. Cool. Krass, meine ich. Dann leveln wir den mal weiter auf Level 5. Warum denn nicht? So, wer will kämpfen? Wer will kämpfen? Ihr wollt kämpfen? Coole Sache. Freiwillige sind immer gut. Also Leute, Zeit für die Auslosung. Du meinst Zeit für eine zeitbegrenzte Runde. Hab ich da Inferno gehört? Nein, hast du nicht. Und wenn er immer sagt, habe ich da Inferno gehört, dann ist hier eine Inferno-Kiste. Aber die verwenden wir jetzt erstmal noch nicht, sondern erst später, falls die später nicht einfach weg ist. Ist eigentlich egal. Okay, die Herausforderung ist wieder auf zeitlich begrenzt und das machen wir mit links, ne? Ne? Verdammt, wir sind kurz vor Level 4 und jetzt müssen wir wieder die Waffe wechseln. Schon ein bisschen ärgerlich, aber naja, so schlimm ist es auch nicht. Wer will hier noch Stress? Ihr! Oh, cool! Bereit zum Wechseln der Herausforderung. Oh, heiß, heiß, heiß. Wieso springe ich da rein? Das ist doch nicht gut, das ist nicht gut. Gebratener Lombax ist nicht fresh. Gar nicht fresh. Ja, ich bin irre, aber was ich gerade eher viel unlustiger finde, ist, wir verschwenden gerade all unsere Muni und wir haben kaum was eigentlich. Da muss ich doch irgendwas gegen machen können. Wie wär's mit Munikissen kaputt machen? Oh, Plasma-Peitschen-Muni haben wir bekommen. Gut. Nö, ich finde meine Kindheit eigentlich ziemlich schön. Und wo sind die hin? Ach, da sind die. Ein bisschen blitzgefällig. Hatte ich nicht vor, lieber Sprecher, du. Leute, wisst ihr, was echt ätzend ist? Ich gucke jetzt gerade so auf die Uhr und denke mir, scheiße. Und wisst ihr warum? Genau, weil ich das gerade, eine Stunde vor der Schule gerade aufnehme, sag ich mal. Ja, ich habe heute zur dritten Stunde. Gehe momentan aufs Fach, aufs Berufskolleg, sag ich mal, für Technik. Und ja. Ich habe zur dritten Stunde und ich dachte mir, ja, du nimmst doch mal so ein bisschen auf, bevor du zur Schule gehst. Warum auch nicht? Ich habe jetzt gerade nichts zu tun und bin hier gerade einen Tag nach den Ferien unterwegs morgens. Eigentlich müsste ich tot im Bett liegen, weil ich meistens immer um 12 Uhr aufgestanden bin, aber Nee, irgendwie bin ich gerade auch schon um. Moment, es ist 8 Uhr. 8 Uhr fit. Wow. Fuck. Nein, nein, nein. Da bleibt uns wohl nur noch das N60-Sturmgewehr.
So. Da bleiben die letzten zwei Runden. Und wer uns in der letzten Runde erwartet, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, oder? Habt ihr es? Oh. Garen oder Gary und Helen. Die machen wir jetzt einfach mal platt, würde ich sagen. Komm schon, mein Freund. Komm schon, mein Freund. Komm schon, mein Freund. So, Gary, wieder du bist dran. So, hier kassieren wir noch mal ein bisschen mehr Muni. Da kommt Helen wieder ins Spiel. Du kannst doch nichts. Verschwinde. Verschwinde, habe ich gesagt. Gut. Jetzt bist du dran. Und ich gebe dir... Was gebe ich dir denn? Gute Frage. Ich gebe dir so eine Blitzhydra. Bam. 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 Und bam. Gut, ich denke, wie, naja, es war, das war's. Aber hey, Leute, guck mal, wir müssen hier ein bisschen Muni kaufen, weil wir gerade so viel verschwendet haben. Was machen wir? Wir öffnen irgendeine Herausforderung und verlassen sie. Was passiert? Wir haben wieder volle Munition und müssen nichts verschwenden. Das ist doch sehr praktisch, oder? Finde ich wohl. So, dann kehren wir einfach mal zurück zur Phoenix. Dort werden wir wohl das nächste Quark-Videospiel spielen, oder auch nicht, je nachdem. Vielleicht aber auch nur später. Wir gehen jetzt, glaube ich, aber erstmal jetzt zur Brücke. Und checken den nächsten Plan. Meine Damen und Herren. Ja, und Helga. Herzlich willkommen im Q-Team. Sie sind hier versammelt, weil jeder von Ihnen auf seinem Spezialgebiet ein Fachmann ist. Al ist ein Meister-Elektriker, Skills hat Nerven aus Stahl. Helga ist eine sinnliche Verführerin. Jeder von Ihnen hat es verdient, das Q zu tragen. Vor Jahren habe ich Dr. Nefarius alleine besiegt. Doch wie ein Ausschlag am Hintern der Galaxie flammt er wieder auf. Unser erster Auftrag ist es, seinen geheimen Stützpunkt auf Aquatos zu infiltrieren. Unmöglich, meinen Sie? Für weniger geniale Strateger, ja. Sehet mein Superplan! Zunächst begeben sich Ratchet und Clank zum Meeresgrund und warten durch die mit stinkendem Abwasser und anderem Dreck gefüllten Tunnel. Was? Die Fragen heben wir uns für später auf. Wenn sie in den Stützpunkt gelangt sind, trennen sie sich. Clank betritt das Belüftungssystem des Stützpunkts. Dort sucht und verwendet er dieses automatische bananengesteuerte Affengerät. Kurz Abgang. Unterdessen nutzt Ratchet seine profunden Kenntnisse der Tyrannoiden-Sprache, um das Vertrauen der blutrünstigen Alienwachen zu gewinnen. Zuletzt begeben sich unsere Agenten in Nefarius' Büro, stehlen alles, was sie greifen können und verlassen den Stützpunkt vollkommen unbemerkt. Das ist verrückt. Es könnte aber auch klappen. Okay, Koordinaten des Tiefseeverstecks Planet Aquatos erhalten. So, und da ist der Affe. Und dem Affen, den werden wir gleich einen Klaps geben. Bam, du hast einen Zielpunkt erhalten, beziehungsweise bekommen. So, hier können wir das nachgucken, ne? Was Zielpunkte, hier gibt den Affen einen Klaps und hier gibt's heize den Ofen an. Und hier gibt's noch schlage Helgas Bestzeit. Und hier erreiche ich ja gerade Perfektion. Und ja, dem anderen ganzen anderen Zeug. So, dann wollen wir mal zum neuen Planeten Aquatos. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wir hier auch eine neue Rüstung erhalten könnten. Mal gucken.
Rüstungsverkauf. So. Nein, es gibt hier noch nichts Neues. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schiff betreten. So, dann gehen wir mal nach Aquatos. Eingehender Funkspruch. Oh nein. Clank, Kleiner, du bringst mich ins Grab. Wie bitte? Ich versuche hier zu drehen und mein Star verschwindet so einfach. Ich bin im Auftrag der galaktischen Sicherheit unterwegs. Na klar, versteh schon. Du willst eine größere Garderobe? Gut. Tägliche Ölmassagen? Gut. Ich brauche meinen Star am Set, sofort. Kapiert? Verbindung bricht ab. Ich seh dich, Kleiner. Weißt du das? Ach ja? Und jetzt? Er kriegt das schon hin. Wir sind zu beschäftigt. Aquatos, endlich da. So. Und ich finde das so geil. Weißt du das? Ich sehe dich. Brauchst mich hier nicht verarschen. So, Verkäufer. Das Fluxgewehr gibt's hier. Cool, cool, cool. So, dann wollen wir mal. Hier ist ja auch schon. Ich glaube, das ist. Da steht zwar cool drauf, aber ich glaube, das ist für Skid sein Raumschiff, das er verwendet hat, um hier hinzukommen. Sonst würden wir ihn wohl kaum hier unten antreffen. Skid, was machst du denn hier? Mein Deckname ist Schattenmacker. Geheime Einsätze sind meine Spezialität. Dachte, ihr könnt etwas Hilfe gebrauchen. Danke, Schattenmacker, aber ich glaube, wir kommen alleine klar. Na gut, dann nehme ich meinen Hacker und gehe zurück zum Schiff. Hacker? Weißt du, also eigentlich könntest du bei diesem Einsatz doch mitmachen, Schattenmacker. Cool, das wird so krass. Sehr krass sogar. So, und jetzt, naja, lassen wir mal die Waffe leveln, und zwar auf Level 5. Boah, echt krass. So, und wenn wir jetzt die Kreistaste gedrückt halten, dann verbrauchen wir, glaube ich, 10 auf einmal. Bam. Dazu gibt es aber einen kleinen Trick, und zwar, wenn man jetzt hier abfeuert, einfach mal ein bisschen den Controller verdrehen dabei oder leicht drehen, dann kann man mehrere Gegner auf einmal, sag ich mal, treffen, aber naja, das tut ja nicht zur Sache jetzt, ne? So, als nächstes werden wir wohl die Peitsche wieder ein bisschen weiter ausbauen. Ey! Seid ihr wohl bescheuert? Kommt schon! Jetzt sterben! Macht das Seil auf! Oh mein Gott, wild gewonnen Roboter. Und hier hinten haben wir die mal 2 Kiste. Mal 2, Bonus. So. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Genau, wir müssen die kaputt machen. Um möglichst viele Balls zu kassieren. Balls, 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 Balls. Ich will Balls, Balls, Balls. Gib mir Balls, 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 Balls. Schnell aufmachen. Mehr Balls kassieren. Wunderbar. So, da unten befindet sich nichts. Und da hinten befindet sich ein Gegner. Coole Sache. Hackst du jetzt? Super. Ich bin sehr froh drum, dass du für mich den Weg freigeschaltet hast. Und nein, Gegner, oh mein Gott, ich habe Angst. Ich gerate jetzt in Panik. Hä? Wieso habe ich die Peitsche in der Hand? Ich wollte den Nitrowerfer haben. So. Damit ich die Kisten nicht einzeln kaputt machen muss. Noch mehr Gegner. Oh Gott. Naja, egal. Komm. Er bleibt hier stehen, während wir hier unten die Arbeit machen. Nämlich müssen wir jetzt hier einen kleinen Tauchgang machen. So, und hier kann man sich wieder einen Stilpunkt ergattern. Indem man alle Teile hier, glaube ich, aktiviert oder explodieren lässt. Die ganzen Kisten hier. So, hier auch nochmal.
Und da nochmal. Und da nochmal. Und da nochmal. Und da auch nochmal. Nicht zu vergessen, hier nochmal. So. Es gibt aber später noch mehr davon. Aber jetzt können wir erstmal weiter schwimmen. Ohne Bedenken. So, hier gibt es dann noch ein paar Kisten, die wir einsammeln können. Die uns wieder einiges an Bowls verschaffen werden. Zwar nicht viele, aber ein paar. Munikisten. Ja, 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 ja. Und Sascha warnt uns gerade davon, dass da oben so ein Riesenteil sein wird. Und bin ja schon sehr gespannt, was das Riesenteil denn jetzt so drauf hat. Eher weniger, sage ich euch. Also hier, komm mal raus, hier, bitte. Hier, ganz haben. Und es ist One-Hit. Wie unerwartet. Ne, doch nicht, es ist nicht One-Hit. Es hat sogar noch mehr Leben. Wow. What the heck? Wieso ist das so widerspenstig? Und wir haben einen Kanalkristall erhalten. So, es geht. Komm mal rein da unten. Er wird ja gleich ein bisschen hacken, während ich hier einfach mal den Titanenbolt snacke. Naja, wobei, wenn die Gegner sind, macht er gar nichts. Wäre ich runtergesprungen, hätte es eingesammelt, wenn ich schon die Gegner besiegt hätte, dann hätte Skid uns hoch teleportiert, beziehungsweise einfach nur die Zähne. Kann ich hier noch einmal demonstrieren. Ich geh einfach hier runter. Na, 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 tu so, als ob ich es einsammeln. Und, oh, ich stehe einfach wieder oben. So, hier geht's dann wieder weiter. Dann werden wohl von der Seite wieder irgendwelche Gegner kommen. Na, na, da. Moin, was geht ab? Na, komm, noch ein bisschen EP. Schade, reicht gerade nicht so. Gut. Dann einfach so. Ihr könnt nichts, ihr könnt nichts, ihr könnt nichts. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Hier oben geht's hin. Das Teil öffnen und wir gehen einfach gleich wieder tauchen. Na, geh weg, geh weg, geh weg. Nicht anfassen. Na toll, jetzt hat mich irgendwas angefasst. Ah, du kleiner Sack. Miese Ratte, mach das einfach von der Seite. Gibt's doch gar nicht. Da, wie einfach das steht. So total unbemerkt. Er stirbt jetzt. So. Gut. Die Balls, die er droppt, sind mir egal. Hauptsache, er ist kaputt. So, hier nochmal alle Teile aktivieren. So, hier unten nochmal. Nein! Sich von gar keinem Teil touchen lassen, das wäre, glaube ich, die Mission gewesen. Oder der Stilpunkt. Egal, wahrscheinlich kann man das schon wieder irgendwie mal ein anderes Mal machen. Aber trotzdem ist es nervig. Ne, das ist der Zielpunkt gewesen. Aber gab es hier nicht noch irgendwie so einen Titanbolt? Keine Ahnung. Seriously? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte so in Erinnerung, dass da noch irgendwo ein Titanbolt gewesen wäre. Kann mich auch geirrt haben. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Danke, danke. Und wir haben jetzt schon fast 70.000 Bolts. Das heißt, dass wir die ganze Zeit dumm gegen die Wand, gegen die Leiter springen und ins Wasser plumpsen. Genau. So, jetzt sollte die Waffe aber mal auf ihr Maximum gebracht werden. Ach, was heißt Maximum? Level 4 gebracht werden. Stirb! Was? Das hat ja kaum EP gegeben. Na komm schon. Dann wollen wir mal.
Wow, N60 Sturm Version 4. Das läuft mit dem Waffen-Upgraden ja ziemlich gut, muss ich sagen. Was holen wir uns als nächstes? Keine Ahnung. Ist die Atmosphäre nicht super? Ich finde wohl. Ist jemand? Hey, Jungs, ich hab vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Wir sehen uns dann später. Na, wenn das nicht zwei meiner besten Kunden sind. Slim Cognito, was machst du denn hier? Ich hatte Ärger mit der Polizei wegen einer Saugkanonenerweiterung, die an einen Minderjährigen verkauft wurde. Ich schwöre, er sah echt aus wie 18. Jedenfalls musste ich einen anderen Ort für meine Geschäfte finden. Seid ihr immer noch an Schnäppchen interessiert? Lass sehen, was du hast. So, hätte ich jetzt einen PS2-Speicher, dann... ein Ratchet & Clank 2-Speicher, dann könnte ich hier mir noch einen Rabatt holen, aber es sollte eigentlich gar kein Speicher drauf sein. Nee. Hab zurzeit kein kein Ratchet & Clank 2-Speicher drauf, deswegen kriegen wir hier nicht irgendwie mal alte Waffen wieder. Ah, das können wir später nachholen, könnte man sagen. Wenn ich jetzt noch nebenbei den ersten Teil zocken würde. Was ich momentan nicht mache. Und hier ist die Lava-Pistole und die kaufe ich mir auf jeden Fall. Die ist nämlich so geil und die Mini-Gefechtshandschuhe auch. Damit sind wir schon gut bedient, sage ich mal. Und ja, wo muss ich denn jetzt hin? Zu Dr. Nefarius Stützpunkt. Aber das machen wir einfach mal in der nächsten Episode, sage ich mal. Wenn wir, ja... Wir machen das einfach mal in der nächsten Episode. Und ich sage aber mal, bis zum nächsten Mal, Leute.